Hallo, meine lieben Kartenkämpfer und alle anderen Zuschauer hier. Willkommen zur nächsten Runde von Surforge. Und diesmal erschaffen wir uns ein ganz normales Spiel. Denn im Draft haben wir letztes Mal einen schweren Kampf gegen Yetis gehabt. Und da dachte ich, nehmen wir doch mal meine Yetis. Ha, und schauen mal, was die so können. Erwartet aber nicht zu viel, die sind nämlich in der Testphase. Und ich nehme an, ja. Und ich weiß auch nicht, wie sie funktionieren jetzt. Also ich hatte schon einige, weil ich war bisher noch nie wirklich zufrieden. Weil mich bestimmte Gegner na doch ziemlich schnell töten können. Naja, und ich nehme an, wir machen zwei Spiele, dann wird es nicht zu langweilig. So, wir schaffen zwei Spiele, dann können wir immer mal irgendwas machen und sehen, was gemacht ist oder was gemacht wurde. Geraint, oder wie auch immer ich ihn nennen soll, möchte gegen mich antreten. Und er ist der Erste, der einen Zug machen soll. Na gut. Dann hoffe ich, wirst du nicht zu lange brauchen, Mister. Schauen wir, ob der andere auch schon... Another Twilight. Okay. Mister... Oh, oh, er ist auch derjenige da. Okay, dann haben wir es ja. Aber der andere hat mittlerweile seinen Zug gemacht. So. Dann überlegen wir uns mal, wie wir es machen. Ich werde ihn... Der, sobald er auf dem Feld kommt, wird jedes Feld, also macht er in dem Feld Schaden, wo ein Yeti ist. Ja? Also nicht in dem Schadenfeld, wo der Yeti ist, sondern dem gegenüber. Und das werden dann drei am Anfang, immer so viel wie ATK hat. Power, sagen wir einfach mal. ATK, zu Yugi-like. Ja, was haben wir hier? Wir stellen ihm entgegen, denn so leveln wir auf. Und hier packen wir den noch hin. Der hat Regeneration 1, der regeneriert jede Runde, ja. Und er, wie gesagt, er discardet eine Karte und die wird dann aufgelevelt. Also ich level mit ihm zwei Karten auf. Und er ist gar nicht so schlecht. Am Anfang sehr schlecht, aber wie ihr seht, später sind die Werte sehr gut. Deswegen kann man ihn sich gönnen. So, was ist hier jetzt geschehen? Dann wäre... So, hier, das ist sehr gut an ihm. Ich kann... Genau, jemanden in Verteidigung setzen. Und dann hier, Glacial Crush, zerstört eine Kreatur, die als Defender ist. Also, tada! Und gleichzeitig können wir noch hier ihn setzen und ein bisschen die Power machen um 4. Und angreifen. So, schön, oder? Ja, ich finde es zumindest sehr gut so. Und hier, der ist auch wieder dran. Sehr gut. Läuft ja flüssig. Ha, hätte ich gar nicht erwartet. Okay, also, ja... Ja, Regeneration 4 jede Runde. Schauen wir mal, wenn ich hier mache, dann würde ich sagen, machen wir noch den hier. Ah, okay. Und dann... Tada, ist der nächste Runde auf jeden Fall tot. So. Das ist doch eine schöne Sache. Gut gemacht, hä? Jo. Was wird hier abgehen? Solche Typen also. Dann würde ich sagen, na, ich habe gerade nichts, um ihn zu töten. Schade. Ja, wir setzen den so hin, lassen unsere Figur sterben und leveln mit ihm. Also tun ihn hier hinpacken und leveln den Yeti auf. Ich sag Yeti auf, obwohl da kein Yeti ist, sondern irgendeine Eiskreatur. So, das haben wir aus dorthin geschafft. Oh, was werden wir jetzt als nächstes tun? Da, drei Schaden macht er genau. So, schaut her. Mit Energy Prism bleibt eine Level 1 Kreatur, also wenn er Rang 1 hat, Rang 1 dauerhaft, ja, als Defender. Oh, mit ihm zerstören wir einen Defender meiner Wahl, der Rang 1 hat, also Rang wie er. So, haben wir auch dieses leidige Viech weg. Ja, so geht das. Und wir haben die eine gute Karte. Gelevelt. Das ist mir sehr wichtig. Vom gegen ihn hier wird das. Boah, er hat meine Kreaturen alle zerstört. Du Mistkerl. Ja, ein wirklicher Mistkerl ist er. Gut, ich würde sagen, den tun wir hier so hin. Und den, zack, der bleibt jetzt im Defender. Das ist dann so egal. Da kann er machen, was er will. Jo, und er macht uns natürlich deswegen auch keinen Schaden. Er kann gar nichts mehr machen deswegen. Aber ja, haha. So funktioniert das nämlich, da haben wir den 4-4er. Aber das ist egal, sobald ich einen Rank kriege, wenn er auf dem Feld ist, wenn ich einen Rank kriege, macht er alle zu Defendern. Was sehr gut ist. Und wenn die Schaden kriegen, sterben die sofort. So, dann werden wir auch hier mal wieder. So, schaut her jetzt, das Wunder. Zack,
Ein Defender. Da. Das kann sehr nützlich sein, wenn der Gegner ein Feld voll hat. So, ich denke, wir machen hier den dahin. Was leveln wir auf? Ja, hier. So, und ich gebe dem nochmal Power, einfach so, weil es kann. Dann hat er 6. So, das ist auch funktionabel. So, der ist, wenn er stirbt, kriegt er einen 3-3er, macht er. Seht ihr? Sehr zu meinem Leiden, aber kann ich gerade nicht ändern. So, was erwartet uns hier auf diesem Schlachtfeld? Aha, er hat ihn. Also, das geht doch gar nicht. Wir machen es uns einfach. Wir nehmen ihn, dann ist er wieder ein Defender und spielen den hier aus. Er zerstört den Defender. So, dann wird er nicht stärker und mein Yeti lebt sogar noch. Auch wenn er gerade keinen Sinn hat. So, er hat ihm. Naja, er macht sich dauernd Leben mit seiner Karte auf. Das ist nervig an Necrium. Die können sowas. Die haben eine Karte, die machen Minus an eine Kreatur von mir und naja, Plus an sich dann. So, jetzt ist die Frage, wer macht mehr Schaden? Natürlich er. Aber wir nehmen den hier dann einfach. Dann macht er zwar ein bisschen Schaden, aber wir kriegen im Moment auch ziemlich viel Schaden, hä? Ja. Da muss ich doch was ändern. Hahaha, da haben wir ein paar gute Karten. Sehr gut. So, der kann, wenn er Necrom, der Gegner Necrom auf der Hand hat, sofort einen Gegner töten. Und er hat natürlich hier. Er ist schnell. Na gut, wir nehmen den anderen, der ist ja schon bereit. Dann können wir uns hier wieder. Können wir loslesen. Und Action machen. So, wir haben Energy Brüschen 2. Damit ist er wieder keine Gefahr. Und mit ihm level ich sie auf. Genau. So, die kann nämlich immer einmal pro Zug einen Gegner, also eine Karte von mir leveln. Was auch sehr gut ist. Und ab 3 wird sie nicht discarded, sondern bleibt sie auf der Hand und wird gelevelt. Also mächtig, heftig. So, wir machen das hier ganz einfach. Der macht dir jetzt 6 Schaden, also ist das sehr nützlich. Zack. Beide tot. Und der Zombie hat dann jedem Zombie Regeneration gegeben. Das kann ich nicht zulassen. So. Ja, okay. Der andere hat sich noch nicht entschieden, was er machen will, scheinbar. Dann überlegen wir mal, schauen wir mal, was der hier macht. Im Moment ist er leider im Vorteil, weil ich kein Yeti gezogen habe. Der hätte mir einiges bringen können. Aber ich habe hier. Wenn er überlebt, mache ich einen zum Defender und zerstöre ihn dann gleichermaßen. Dann haben wir ein Problem weniger. Dann habe ich und kann den auch noch gleich töten. Okay, 8 plus 6 werden genau 14. Perfekt, wenn er jetzt einen Zauber ausspielt, kriegt er Leben dazu und nicht Minus. Also Necrom-Zauber. Genau. Hey, hey, weg da. So. Ja, wir schauen mal, was andere gemacht hat. Er hat, ja, da ein Defender, okay. Das stört mich jetzt nicht. Es tangiert mich nicht peripher, wie man so schön sagt. So, sagt man das so? Naja. Wir hauen diese Kreaturen hier alle weg. Die nerven uns. Ach, das habe ich verplant. Ich glaube, der ist ja gar kein... Ich hätte den hier hinschicken müssen. Fehler gemacht. Der kann jetzt teuer werden, der Fehler. Leider, leider. Toll, so kann ich ihn natürlich nicht kaputt machen. Aber wir können ihn so zercrashen. Genau. Und dann können wir noch... Naja, ihn würde ich jetzt eigentlich hinpacken. Aber dann nimmt er sehr viel Schaden. So, ja. Naja, wir haben ja schon einen, dann machen wir es so. Machen wir auch ein bisschen Schaden mehr. Und wir haben das Feld ein bisschen besser gereinigt. Seht ihr? Also läuft dann, ist schon etwas besser für uns wieder. Weil er nur eine Kreatur mit 3. Ich nehme an, er wird hier jetzt wieder, ja. Jetzt kann er einen Zombie aufspielen, umsonst einen Stufe 1 klopft, weil er die erste Stufe hatte, oder? Er hat aber scheinbar keinen Zombie, oder was? Doch, er konnte einen Zombie seiner Wahl scheinbar sogar leveln. Das ist ja krank. Gut. Den können wir benutzen und hier ausspielen, den da. Und dann würde ich sagen, tot allen anderen. Zack. Weil da die Yetis waren und der hat jetzt überall an jedem, wo ein Yeti im Feld war, den gegenüberliegenden natürlich Schaden gemacht. 12.
Oh, ja, damit habe ich ein bisschen Vorteil wieder erspielt. Jetzt muss ich aber aufpassen. Dieser Stufe 3 kommt immer wieder. Wenn er einmal zerstört ist, würde er nur einmal wiederkommen. Aber der Stufe 3er kommt immer wieder. Jo, er hat ihn schon wieder getötet. Wir nehmen wieder. Naja, da kann ich nichts machen. Es ist leider sehr furchtbar. So, schaut mal, was wir hier haben. Wir töten die beiden. So, hahaha. Damit ist es nicht mehr so ein Problem. Und wir haben den Fehler gut gemacht, den wir da hatten. Ja, leider. So, was machen wir jetzt? Wir haben den und den. Den könnte ich normalerweise... würde ihn ja töten, aber das geht leider jetzt nicht. Darum werden wir es auf die Art machen. Er kriegt Schaden. Jo. Und jetzt, wenn er Stufe 1 ausspielt, kann er natürlich immer... mir Schaden machen. Also einer Kreatur minus 3, glaube ich. Minus 3, minus 3, ja. Sehr nervig, der Effekt. Aber er müsste jetzt 1 ausspielen, obwohl wir im Dreierbereich sind. Ich glaube, das wird er nicht so oft machen, den Effekt. Hoffe, der überlebt. Dann kann ich nämlich... Der ist jetzt for free. Kreatur umsonst zerstören. Ab Level 3 würde er ja noch Schaden kriegen. Ja. Okay, den könnte ich töten auf jeden Fall. So, was haben wir jetzt hier? Ein 15-15er. Ich könnte jetzt... Nee, kann ich nicht. Okay, wir spielen den 15-15er aus. Und Level Metascope, den ab einer bestimmten Levelanzahl ist er auch für umsonst. Ab Level Stufe 3 in dem Fall. Das kann sehr nützlich sein. So. Und er ist 15-15, ist gut für Stufe 3 mit seinem Effekt zusammen. Ja, jetzt haben wir Energy Prison. Das wird mir helfen, ihn zu töten. Oder ihn zumindest... nicht, also dass er mich nicht einmal angreifen kann quasi. So, wir machen ihn hier, für umsonst töten wir ihn. Und ich denke, wir können den auch einfach für umsonst töten. Und dann spielen wir noch hier aus. Und machen wieder ein bisschen mehr Schaden, denn das ist, was ich machen muss. Schaden, Schaden, Schaden. Seht ihr? So, sein Fehler, dass er den am Leben gelassen hat. Denn der zerstört alles. Seine Pläne hat er zerstört. Ja. Und die Epidemic. Ja, okay, meiner ist tot. Den werde ich aber auf jeden Fall, naja, Energie brischen. Hier so. Genau, und dann spielen wir den hier einfach aus. Und machen ihm wieder ein bisschen mehr Angriff, damit er ein bisschen Schaden machen kann. So. Ah, das sieht doch gar nicht so schlecht im Moment aus. So, jetzt Metascope brauche ich unbedingt Level 2. Verdammt. Wenn er jetzt den Dreier hat, ja, seht ihr, davor habe ich immer Angst. Vor dieser verdammten Kreatur. Okay, wir müssen unbedingt Metascope leveln. Hatte er schon seinen Effekt? Nein. Okay, und er auch nicht, oder? Das heißt, ich sollte ihn nicht aufpowern. So, wir zerstören den auf jeden Fall und machen ihm wieder Schaden. Zack. Und den... Nee, den mache ich auf jeden Fall nicht. Sonst kommen die wieder. Ja. Und das will ich nicht. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Den wiederbilden, also so dafür sorgen, dass er wiederkommt. Nein, nein, nein. Das macht man lieber nicht. Okay, hier. Weg mit ihm. Und theoretisch könnten wir jetzt ihn zerstören. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Hier. Einfach futsch mit ihm. So, und der tötet ihn. Seht ihr? Sehr gut, oder? Damit habe ich immer noch den da als 8-17er. So, wie sieht es jetzt hier aus? Nicht sehr gut, weil er immer Vorteil jetzt macht, bis ich den mal auslöschen kann. Ja, und der macht nur Level 2. Das ist jetzt ein sehr starkes Problem. Ein sehr, sehr starkes Problem. Okay. So. Was mache ich denn jetzt? Das ist... sehr problematisch hier. Ja, er taucht zum Glück wieder auf, okay. An der Stelle. Oh, Mensch. Ja, okay, wir haben nichts. Wir können gar nichts machen im Moment. Scheiße. Mist ist das. Er wird gewinnen wegen den Zimus-Dingern. Soweit ich nichts ziehe. Das ist einfach zu krank. Viel zu krank, meine Herren. So, er tötet ihn also, ja. Ich werde es erstmal so belassen. Okay, wir können auf jeden Fall Oranki Bolt spielen. Auf ihn hier.
Dann bleibt er zumindest. Ja, ihr seht schon. Dann können wir den spielen. Und was habe ich jetzt gespielt? Orantibolt, nicht wahr? Das bedeutet, muss traurigerweise hier den nächsten hinschicken. So, der bleibt erstmal in der Runde auf jeden Fall ja, in der Defensive. Das braucht er, brauchen wir auch. So. Das Problem ist, jetzt Vanetti wird sterben. Und ja, das Spiel ist eigentlich verloren. Davon kann man ausgehen. So, wir machen ein bisschen Schaden hier dran. So. Und spielen den da und Level nochmal den Yeti. Dann kriegen wir ihn auch Level 3 irgendwann. Das ist wichtig. So, je mehr wir leveln, desto besser wird unser Spiel, unser Feld, unsere Dinger hier. So, der Typ ist etwas sehr langsam. Also gehen wir zu dem anderen zurück. Der ist sehr schnell, wie ihr seht. Ich fürchte, das war, können wir jetzt nicht mehr viel ändern. Wegen den Zimus-Dingern, die sind einfach zu krank. Da kannst du einfach nichts mehr machen. Ich hätte jetzt einen Yeti gebrauchen können. Der würde vielleicht was machen können, aber so, nee, tot. Sorry. Das ist leider ein verlorenes Spiel gewesen. Ja. So, jetzt muss ich mal schauen, wie die Zeit aussieht. Ah, okay. Wir versuchen das, wir schauen mal, ob wir das Spiel hier beenden können. Denn das sieht sehr gut für uns eigentlich aus im Moment. Wenn er nicht so langsam wäre, der Typ. Wenn er nicht so langsam wäre, würden wir mal alles viel schneller hinkriegen. Okay, ich war jetzt auch nicht der Schnellste. Ja, aber hier war ein Aspekt, der macht, wie ihr seht, zwei Kreaturen werden beschworen, per Zufall. Und dann genau zwei Zweier, das ist ja geil. Genial, oder? Die muss ich unbedingt aufs Feld kriegen. Die Level für mich. Aber das wissen wir ja mittlerweile. Er hat den jetzt geschwächt. Mistkerl. Aber den töten wir einfach. Da lasse ich nichts auf mich zukommen hier. So. Und fertig sind wir. Vielleicht sieht er ja, dass wir schnell sind und dann macht er sie auch schon wieder schneller. Da haben wir ihn schon mal Level 2. Damit kann ich mit Level 3 ja die ganzen Fähigkeiten verlieren lassen. Jetzt fehlt nur noch er in der 3er Version und BÄM! Wir können den umsonst ausspielen. Dann würde uns kein Zimus mehr nerven, hätten wir ja mal letzte Runde gebrauchen können. Als Stufe 3 oder sogar als 2er wäre gut gewesen noch, dann hätten wir Zimus losbekommen. Zimus ist einfach zu brutal. Heftig, ja. Okay, ich beschließe, wir machen noch ein Spiel, solange der Typ zu langsam ist. Das geht ja gar nicht. Das ist mir dann so egal. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein Spiel können wir auf jeden Fall noch machen. Ja, und dann schauen wir mal. Vielleicht werden wir den in die nächste Folge mit reinbeziehen müssen. Ja, das wäre natürlich auch toll. Toll, nicht unbedingt, aber naja, es wäre möglich. Da, er hat seinen Zug gemacht. Juhu, dann können wir uns jetzt wieder beeilen. Und schauen, was er vorhat. Okay, das ist egal, dass er Level 0 ist. Dann können wir trotz allem hier machen. Genau, okay. Und wir powern den trotz allem auf. Dann wird der nächste Runde wahrscheinlich sterben an ihm, aber das macht mir gerade nichts. Eigentlich schon, aber naja. Wir haben auf jeden Fall Schutz und da haben wir die 3er-Version. Okay. So, jetzt sind wir hier wieder am Anfang einer Runde. Wir haben viele Dinger. Wolfsbringer. Was sagt er sich? Los Attikave zerstört. Das ist nicht gut. Wenn ich den ausspiele, ist er sofort tot. Und ich habe nichts, was stark ist im Moment. Dann müssen wir wohl oder übel das auf die Art machen. Sonst sterben meine Kreaturen. Und das will ich nicht. Gut. So. Ach so, wir sollten jetzt. Wir bleiben erstmal bei Jiggy. Der ist vielleicht schneller. Seht ihr, er war schneller als ich, glaube ich. Ich hoffe, er ist geduldiger. Dann könnte es möglich sein, dass er demnächst was ausspielt. Ja, er ist eine nicht sehr ungeduldige Person. Sehr gut. So, da machen wir Energy Bridgen. Das ist wichtig. Weil er kann ihn nicht zerstören. Und bei dem anderen geben wir plus Power. So, dann zerstört er ihn nämlich. So haben wir unseren Vorteil. Er überlebt zwar noch, aber naja. So haben wir das hier. Juhu. Der andere ist sehr langsam. Der macht immer noch nichts. Schade, aber Jiggy ist dafür bei uns, ja. Er unterhält uns eine Weile, damit wir nicht hier tatenlos zusehen müssen.
und unsere Züge noch schön machen können. Und wir können sogar beobachten, was er fährt. Da, schaut, ein 77er Plus war ein Aspekt. Ja, Wolfbringer mal wieder. So, das Problem ist jetzt, wir werden ihn Energie brischen oder was? Ne, wir machen hier Energie brischen. Und werden dann hier beim Wolf den töten. Genau. So, dann nervt er uns nicht, dann wird der nächste Runde sterben. Und er natürlich auch, weil er angegriffen wird. So, und jetzt haben wir den anderen Vega wieder. Seinen Zug hat er gemacht. Und wir können dann unseren Zug machen. So, was machen wir denn? Was leveln wir auf? Den hier? Würde ich sagen. Und, ja, egal. Wir verlieren jetzt alle beide dafür. Können wir den hier einfach so töten? Der macht uns 21 Schaden, diese Kreatur. Okay. Aber egal. Ich würde sagen, er wird jetzt hier wahrscheinlich wechseln und dann ihn töten. Aber dann ist er nächste Runde auf jeden Fall tot. Und wir haben noch eine 15-15er Kreatur dort, wo er sein soll. Gut, das wird einfach. Der macht Schaden immer, wenn ein Abomination stirbt, kriegen wir Schaden von ihm aus. Und zwar ein Schaden. Aber wird später natürlich viel stärker. Darum töte ich ihn lieber sofort. Damit er uns nicht auf den Sack geht, ja. Spiel, mach mal. So. Genau, dann können wir hier wieder angreifen und fertig. Ja, angreifen konnten wir nicht unbedingt. Denn es fehlte uns an Angreifen, also an Leuten, die angreifen können. Ja, wie ihr seht, leveln wir ganz gut. Er hat, glaub, gar keinen Zimus, aber leveln tun wir. Zimus habe ich nicht einmal gezogen in meiner ganzen Laufbahn bisher. Das ist schade, das ist krank. Ah, den können wir töten einfach durch den. Sehr gut, und den auch. Ja, dann würde ich mal sagen, die sterben alle. Und dann machen wir hier Energiebrischen einfach. Aufleveln. Auch wenn das gerade quasi schwachsinnig war, aber leveln ist wichtig. Vor allem diese Karte. Dauerhaft jemanden Defender machen ist gut. Wichtig. So, wie sieht's hier bei uns Gigi aus? Ich wusste es. Dass er diesen Plan hat. Wir leveln hier Metasculpt. Und werden den hier nochmal Schaden machen. So, dann kriegt er jetzt auch Schaden. Aber solange er die spielt, hat er natürlich eine gute Sache. Dass er uns immer wieder Schaden machen kann. Was mir nicht gut gefällt. Der ist wichtig. Den brauche ich unbedingt. Aufs Feld. Gleichzeitig muss ich den aber töten. Oh, der andere hat mal wieder einen Zug gemacht. Ach so, Gigi. Wir waren ja bei Gigi. Ganz vergessen. So, wie machen wir das jetzt hier? Wir machen hier einmal den Yeti. Der wird dann schwächer. Kann uns nochmal nichts mehr anhaben. Und ja, da kriege ich leider nichts hin. 10-9er. Das so, der tötet wieder den Schwächsten. Gut, dann spiele ich den aus. Dann ist er nämlich tot. Ja. So. Er wird leider mein Oranti-Eismatch jetzt töten. Da kann ich wieder nichts machen. Oh, Leute, ich habe nur Schwächlinge gerade auf der Hand. Dafür überlebt es mein Yeti. Immer nur an seinem Zug? Ja, nur seines Zuges. Okay. Dann haben wir ja noch eine Verschnaufpause bekommen. Sonst wäre es auch sehr nervig. Sehr, sehr, sehr shitty nervig. Okay, wir müssen den hier hinpacken. Und werden dann... Wen leveln wir denn? Den hier, würde ich sagen. So, er überlebt, er nicht. Oh, wir kriegen so viel Schaden im Moment, das ist furchtbar. Okay, und werden den dahin packen. So sieht's nämlich gerade aus. So, dann macht er uns 9 Schaden einmal. Aber wir haben den Feldvorteil. So, Jiggy ist jetzt auch passenderweise bereit. Dann können wir überlegen, was wir machen. Wir müssen wohl oder übel den hier ausspielen, damit er stirbt. Und wir werden hier in ihn packen zum Leveln dieser Kreatur. Leider wird es jetzt so aussehen, dass er seine eigenen Kreaturen zerstört. Und zwar den da. Er muss nämlich auch seine eigenen Kreaturen zerstören. Und wie ihr seht, wird es der hier dann sein. Los, macht den Zug, damit wir das sehen können.
Unsere Zuschauer, ja, seht ihr, weg ist er. Der Rotfiend. So, jetzt kriegen wir natürlich Schaden auf jeden Fall. Aber das schauen wir uns nächste Runde an. So, wir werden nämlich hier wieder was machen müssen. So, wir können jetzt Kreaturen Sachen aufleveln. Das ist sehr wichtig, aber noch wichtiger ist, dass ich die beiden töte. So, das machen wir hiermit. Zack. Damit sind beide tot auf jeden Fall. Und ich kann nochmal den einfach leveln. Wir könnten den natürlich, hätten wir noch Platz, was machen, aber ich habe Feldvorteil, weil er mal versucht hat, mich anzugreifen. Sein Fehler. Das könnte ihn jetzt den Sieg kosten. Während wir hier ganz chillig unser Zeugs machen können. Ja, was machen wir hier? Naja, damit die sterben, die beiden, machen wir das auf die Art. Ist zwar jetzt doof, aber... Zack, beide tot. Oh Mensch, aber ich glaube nicht, dass ich diesen Kampf gewinnen werde. Gegen Jiggy. Er hat ein sehr gutes Deck, was uns permanent Schaden macht. Ja, sehr zu meinem Leidwesen. Gut, hier haben wir wieder, da können wir Metascope zum Beispiel Level 3 jetzt einfach machen. Und können den für free einsetzen. Sehr wichtig. So, der macht 20 Schaden einfach mal. So. Ja, und dann spielen wir den noch aus. Der macht immer jede Runde einen Schaden. Und wenn ich einen Dings kriege, macht der nochmal seinen Effekt wie jeder andere Yeti. So. Plus Vorteil. Haha. Und er hat nur noch 22 Leben. Also sieht gut für mich aus. Sehr gut gegen den Typen. Okay, jetzt haben wir hier das Problem, dass wir den Titan Level 2 haben. Naja, da kann ich nichts machen gerade. Wir werden also wohl und übel hier diese Karte leveln. Und uns, naja, was machen wir jetzt? 8 Schaden verhindern, so. Ah, wir können den natürlich auch noch töten, so. Dann geht er, dann haben wir seinen Effekt auch mal, ach so, und Schaden gemacht. Sinnlos war das gerade, okay. Juhu, ich glaube, das haben wir verloren. Der andere, den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr hinzwitschen. Oh, tut mir leid, ich komme wieder da. Haben wir unseren Sieg, unseren ersten Tag des Sieges, unseren ersten Sieg des Tages. Und ich hab, wow. Ja, diesmal kriegt man sogar solche Schatztruhen. Okay, das ist genial, das haben wir noch nie bekommen. Schaut her, Leute, da eine Legendary, oh, Alter. Okay, das ist neu, dass man auch solche Dinger bekommen kann. Da haben wir den, der macht auch Schaden, okay. Und da eine Legendary, den da, der ist sehr stark. Aber er zwingt uns immer zwei Karten am Anfang des Zuges zu discarden. Dafür sorgt er für Feldvorteil, okay. Also das war jetzt genial, das habe ich nicht erwartet, dass man sowas bekommen kann. Das hilft, also hat aufgegeben, weil wir gewonnen haben, so. Logischerweise. Okay, das wird einfach. Wir spielen den aus und den. Und machen 12 Schaden an alles. So. Damit haben wir das Feld wieder verbessert. Ja, wieso steht da Next Game? Der ist doch weg. Hat aufgegeben. Da sehen wir es wieder. Wieso auch immer er aufgegeben hat, weil er so wenig Life hat, hä? Na egal. Jetzt können wir uns nochmal auf den konzentrieren. Ja, das schauen wir vielleicht noch. Oder wir überziehen ihn. So, wir haben den wieder. Damit können wir nochmal 12 Schaden machen. Und dann ist er auch tot, der Wurfsbringer. Ja, ich denke, das machen wir auch. Und? Ja, was machen wir noch? Wir spielen. Wir tun den mal hier. Discarden. Genau. Damit er aufgelevelt wird. So, damit haben wir wieder ihm Schaden gemacht. Wir haben was aufgelevelt und ja, kriegen nur Scheißkarten. Juhu! Ja, sehr zu meinem Leidwesen. Mann! Wieso kriege ich jetzt nur Eins und Zweier? Das ist nicht gut. Aber wir können zumindest den Defender machen. Das ist dann immer noch okay. So, Jiggy. Mach mal hinne. Ja, wahrscheinlich hat er ein neues Spiel gemacht. Hä? So. Ja, deswegen dauert es erst eine Weile. Na gut, ich würde sagen, das Spiel haben wir sowieso verloren. Wie ihr seht, minus 5 wurde überlebt. Hä? Ne, er ist auf jeden Fall tot, aber das leckt gerade hier scheinbar. Seht ihr?
So, was machen wir in dem Fall? Wir werden den zum Defender machen. Und er hat nur eine Karte verwendet. Okay, das gebe ich auf. Das haben wir verloren. Tut mir leid. So, damit danke ich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich würde sagen, nachdem ich so geil gezogen habe, sehen wir uns in der nächsten Folge beim Draften wieder. Ha, freut euch drauf und ciao, meine lieben Kartenkämpfer und Freunde und Zuschauer da draußen.